Für einen Paukenschlag sorgt der russische Außenminister schon am Morgen. Sergej Lawrow verlässt die Konferenz der G20 nach seiner Rede verärgert über die Haltung, vor allem der westlichen Teilnehmer, die keine bilateralen Gespräche mit ihm führen wollten. Nicht wir haben die Gespräche abgebrochen. Es waren die Vereinigten Staaten. Wir laufen niemandem hinterher. Wenn sie nicht mit uns reden wollen, dann ist es ihre Angelegenheit. Vor allem US-Außenminister Blinken hatte darauf hingewirkt, dass es keines der traditionellen Familienfotos mit allen Teilnehmenden gibt. Kein gemeinsames Foto mit Lawrow, das hatte die Russen zusätzlich verärgert. Eigentlich wollten die indonesischen Gastgeber über die weltweite Klimakrise sprechen und über die Rolle internationaler Organisationen wie der UNO bei der Lösung globaler Probleme. Aber die Sorge vor einer Ernährungskrise, vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern, steht schließlich im Mittelpunkt der Konferenz. Die Türkei und Russland erklären, dass sie Weizenexporte aus der Ukraine wieder möglich machen wollen. Wie genau und wann, unklar. Auch wenn das nicht unser Krieg ist, sondern der Krieg des russischen Regimes, tun wir alles dafür, dass dieses Getreide aus der Ukraine herauskommen kann. Ich habe als G7-Präsidentschaft heute noch mal eindringlich an die russische Führung appelliert. Die G20-Konferenz hat die Fronten zwischen Russland und besonders dem Westen wohl eher verhärtet. Ein Impuls zu Friedensgesprächen über die Ukraine geht von Bali nicht aus. Ja, und wir fragen nach bei Klaas Oliver Richter, unserem Korrespondenten in Singapur. Klaas, beim Treffen der G20-Außenminister ist es zum Eklat gekommen. Der russische Außenminister Lawrow hat direkt nach seiner Rede den Saal verlassen. Warum hat er das gemacht? Naja, offensichtlich gab es schon im Vorwege, vor dem offiziellen Beginn dieser Veranstaltung, Spannungen, weil vor allem auf Druck der USA es keines dieser traditionell üblichen Familienfotos geben sollte. Und das hat die Russen offenbar sehr verärgert. Und tatsächlich ist Sergej Lawrow nach seiner Rede dann unmittelbar aus dem Konferenzraum gegangen, offensichtlich auch, um sich weiterer Kritik zu entziehen. Wir haben es ja gehört, Annalena Baerbock hat sich im Vorwege sehr deutlich geäußert, dass auch sie innerhalb dieser Konferenz deutliche Worte finden will, um Kritik an der russischen Politik zu üben. Das war ihr Auftrag der G7-Runde und offensichtlich wollte Sergej Lawrow sich das nicht anhören. Deswegen ist er aufgestanden und hat den Raum verlassen. Er ist auch nicht bei den gemeinsamen Mittagessen gewesen, sondern hat nur noch einige bilaterale Gespräche geführt. Am Rande des Treffens ist ja noch was Interessantes passiert. Da gibt es Meldungen, dass zwei deutsche Journalisten Lawrow Fragen zum Krieg zugerufen haben. Wie hat Lawrow darauf reagiert? Also Lawrow selbst hat auf diese lautstark gerufenen Fragen, wann beenden Sie den Krieg in der Ukraine, die sollen gestellt worden sein, sehr kühl und sehr professionell reagiert, hat nämlich einfach nicht hingehört, hat die einfach überhört. Allerdings hat das indonesische Sicherheitspersonal zugehört und hat reagiert. Zwei Journalisten sind aus dem Raum geführt worden, unter anderem ein Kollege vom ZDF vor Ort, und der hat das auf seinem Social-Media-Account geschildert. Warum? Darüber kann man nur spekulieren. Aber es zeigt schon, dass insbesondere bei den indonesischen Gastgebern im Vorwege die Anspannung vor diesem Treffen der G20-Außenminister wirklich sehr groß gewesen sein muss. Dann kommen wir mal zum Treffen selbst. Dabei geht es natürlich um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Was ist da bisher besprochen worden? Also in ihrer Begrüßungsrede hat die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Zahl der Krisen weltweit, und eine bedeutende Krise auf der Welt ist eben der Ukraine-Krieg, immer weiter zunimmt. Und dass auch der Ukraine-Krieg zum Beispiel für die Länder im südlichen Teil der Welt, also die Schwellen- und Entwicklungsländer, weiterhin und zunehmend für großes Leid sorgt. Und dass gerade dort der Glaube an den Multilateralismus, also an die großen internationalen Organisationen und ihre Möglichkeit, große Krisen miteinander zu lösen, dass dieser Glaube an den Multilateralismus immer weiter abnimmt. Und sie hat dringend darauf gedrungen, dass der Krieg in der Ukraine aus diesem Grund auch schnell beendet werden muss. Dann ging es um Weizenlieferungen, und dort hat die Türkei und haben Russland vorgestellt, dass sie es jetzt doch versuchen, möglich machen zu wollen, die bisher in der Ukraine nicht weiter ausführbaren Weizenlieferungen zu exportieren, um eben die Ernährungskrise gerade in den armen Ländern ein wenig zu lindern. Am Rande dieser großen Sitzung gab es ein Gespräch von deutschen, englischen, französischen, amerikanischen Vertretern, in dem es nur einmal darum ging,
die Hilfe für die Ukraine noch einmal neu zu organisieren, noch mal neu zu strukturieren und auch noch mal zu intensivieren. Gucken wir noch mal auf die Schwellenländer. Schwellenländer wie Indien haben den Ukraine-Krieg bislang nicht eindeutig verurteilt. Deutet sich da inzwischen ein Kurswechsel an? Also das kann ich mir persönlich nur schwer vorstellen. Sergej Lavrov zum Beispiel hat heute, nachdem er die große Konferenz verlassen hat, weitere bilaterale Gespräche geführt mit dem brasilianischen Vertreter zum Beispiel. Er hat gestern Gespräche mit seinem türkischen Kollegen geführt. Er hat gestern Gespräche mit dem chinesischen Kollegen geführt. Also die russischen Vertreter waren hier schon in der Lage, ihre Verbündeten weiter um sich zu scharen und auch für ihre politischen Positionen zu gewinnen. Dass ein starkes gemeinsames Symbol der G20 möglicherweise gegen die russische Politik von dem Treffen in Bali ausgehen könnte, das kann ich mir momentan nicht so richtig vorstellen. Was steht denn bei dem Treffen heute noch auf dem Programm? Also das Treffen selbst ist in einer halben Stunde vorbei. Dann werden sich die Vertreter in den entsprechenden Presserunden äußern und ihre Einschätzungen geben. Annalena Baerbock wird von Bali aus weiterreisen nach Palau. Das ist eine Inselgruppe in Mikronesien, die von Überflutung bedroht ist aufgrund des steigenden Meeresspiegels durch den Klimawandel. Danach wird sie zum dritten Punkt ihrer Asienreise weiterfliegen nach Japan. Das ist dann Außenministergeschäft auf sehr professioneller Routine-Art und Weise. Japan ist seit Jahrzehnten ein sehr stabiler Partner für die Bundesrepublik. Und dann wird sie von dort aus wieder nach Deutschland reisen. Klaas-Oliver Richter in Singapur, vielen Dank für Ihre Informationen.